Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Emden TV, dem TV-Magazin der Emder Zeitung. Mein Name ist Edzard Wagener und wir machen zum zweiten Mal in dieser Zeit Fernsehen aus der Hand, Rock'n'Roll TV sozusagen. Wir haben uns über die Rückmeldungen zu unserer Premiere am vergangenen Samstag sehr gefreut, aber es gab ja auch einige Beschwerden über den Ton. Und so wie wir das in Emden gewohnt sind, suchen wir nicht nach Ursachen und Lösungen, sondern wir suchen nach dem Schuldigen und der steht da. Mein lieber Freund, da ist noch Luft nach oben. Tut mir leid, Boss. Ja, in diesen Zeiten muss man gucken, wen man kriegen kann für solche Jobs. Übrigens, unrasiert und fern der Heimat hat auch was damit zu tun, dass Sie sehen, es sprießt ja schon an allen Ecken und Kanten. Ich habe einen Schwur geleistet. Ich habe nämlich meiner Lieblingsfriseuse Doris versprochen, dass ich so lange nicht selber Hand an mich legen werde, bis ihr Salon wieder eröffnet wird. Ja, im Kopf ist das ja eh schon ein bisschen länger mau. Wir sind hier beim Emder Gesundheitsamt. Das Land Niedersachsen hat verkündet, dass heute die Baumärkte und Gartencenter geöffnet werden. Wir wollen mit dem stellvertretenden Leiter Dr. Dirk Obes darüber sprechen, ob das die richtige Entscheidung ist. Also wir sind mit dieser Entscheidung nicht sehr glücklich, weil natürlich dann wieder Möglichkeiten der Kontaktaufnahme zwischen Personen bestehen, was ja im Moment noch etwas zu früh ist. Erste Zahlen zeigen zwar, dass ja auch die Maßnahmen, die ergriffen worden sind, erste Erfolge zeigen. Der Anstieg der Fälle ist nicht mehr ganz so schnell. Insofern aus meiner Sicht zu früh diese Aufhebungsmaßnahme. Deswegen auch mein Appell, nutzen Sie wirklich Baumärkte nur im äußersten Notfall, wenn Ihre Toilette kaputt gegangen ist. Sie brauchen unbedingt eine neue. Das wäre ein Grund, aber nicht, um jetzt sich einfach mal zu einem Bummel im Baumarkt zu verabreden. Tja, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Licht! Ja, wir sind in der Kunsthalle Emden. Hier hängt aktuell die Ausstellung Sightseeing, die Welt als Attraktion. Und es ist schon ein merkwürdiger Zufall, dass ausgerechnet diese Ausstellung, die sich unter anderem auch mit den Auswirkungen des globalisierten Tourismus beschäftigt, ausgerechnet in dieser Zeit hier läuft, wo die ganze Welt zu Hause bleibt. Also es ist natürlich absolute Ironie des Schicksals, wenn man so will, dass wir eben mit dieser Ausstellung auch auf Stichwort Overtourism, Massentourismus, die Auswirkungen auf die komplette Welt, sei es Vermüllung durch Touristen, sei es der Carbon Footprint, sind natürlich auch Themen, die sich an das Thema Sightseeing anknüpfen, was wir hier durchaus auch angesprochen haben. Und dann ist es natürlich eben benannte Ironie des Schicksals, dass jetzt gerade die komplette Welt, das heißt unter anderem eben auch der Tourismus zum Erliegen kommt. Also ich glaube natürlich, dass dadurch, dass jetzt gerade so eine Phase des großen Entbehrens sozusagen passiert, dass die Besucherinnen und Besucher sich dann umso mehr an den Sehenswürdigkeiten, die wir hier präsentiert haben, zusammengetragen haben, erfreuen können. Zwei Dinge spielen für bestimmte Zeitgenossen in diesen Tagen eine ganz, ganz große Rolle. Das eine ist Klopapier und das andere sind Nudeln. Und ich habe mir zwei Experten gesucht, mit denen ich mich über diese beiden Dinge unterhalten will. Resa, ich habe dir was mitgebracht. Das ist natürlich halt immer einfach in diesen Tagen mit Geld gar nicht zu bezahlen. Nee, das stimmt. Von daher machen wir es doch besser so. Bitteschön. Dankeschön. Soll nicht dein Schaden ja nicht sein. Aber wir haben eine Frage. Das ist momentan ein großes Thema. Das ist ja weitestgehend ausverkauft. Und Leute nehmen dann dies oder Servietten oder was weiß ich sonst noch so alles. Was ist das Problem dabei? Das löst sich nicht so gut auf. Ich meine, ich habe damit gar kein Problem. Dadurch habe ich Arbeit. Ne? Also von mir aus haut alles rein. Ich werde in diesem Leben nicht mehr arbeitslos. Aber generell ist das hier für die Abwasserleitung nicht so gut, wenn da Küchenrolle, Feuchttücher etc. reinkommt. Buongiorno! Oh, buongiorno! Buongiorno! Moin! Kleines Präsent für dich von MTV. Oh, Bravioli! Aus der Dose! Ich stelle es vorschriftsmäßig hier ab. Santino! Bitte! Jeder hat Nudeln zu Hause, bergeweise. Was macht man am besten für eine Soße zu guten Nudeln? Also, ich meine, jeder hat Nudeln, das stimmt, aber jeder hat bestimmte Tomate, Frischtomate, das ist einfach. Ja. Mit Frischtomate können wir so eine kleine Schneider, die kann vorbereiten, so schöne Frischtomatensoße.
la 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 tarantella tarantella prende la mella tarantella tarantella. Lecker. Schade, darfst du nicht probieren, aber die kannst du wieder nicht mitnehmen. Überall auf der Welt gelten aktuell Restriktionen, Ausgangssperren, Quarantäne, und da gibt es ja schönere und weniger schöne Orte, wo man in Quarantäne gehen kann, und es gibt einige ganz außergewöhnliche. Einer von diesen Orten, das ist die Insel Novaya, warte mal, wie hieß das noch? Ich weiß auch nicht, wie das heißt. Novaya Huavu, Südsee, Tonga-Archipel. Dort sitzt jemand, den viele Emderinnen und Emder sicher kennen werden. Das ist Boris van Engelbrechten, ehemals Besitzer vom Café Einstein, und er betreibt heute ein Hostel, ein Beachhaus auf dieser Insel Novaya Huavu in Tonga. Und wir sind mit ihm zu einem Skype-Gespräch verabredet, um zu hören, wie denn die Quarantäne in diesem paradiesischen Island so vonstatten geht. Tonga hat sich jetzt auch quarantiert, recht strikt, hat aber bis dato noch keine Fälle und will das auch so behalten. Und dadurch, dass wir nun sehr weit weg von allen Mücken sind, denke ich mal, ist es auch keine schlechte Idee, wie wir das machen. Für unser Leben hier, besonders für mich und Karen auf der Insel, hat das eigentlich überhaupt keine Auswirkung. Denn, wie gesagt, wir sind die Einzigen auf der Insel. Für uns geht das Leben normal weiter. Wir sind immer schon in Selbstisolation gewesen. Ja, ja. Wenn das Wetter jetzt richtig schön wäre und ich könnte dir mal so richtig die Farben dieser Lagune zeigen hier. Die natürliche Schönheit hier, wenn du die irgendwo anders, gibt sie mit Sicherheit auch, aber nicht ohne Menschen. Das ist einfach traumhaft hier. Einzelne Leute zu grüßen sind zu viele. Emden ist halt immer noch meine Heimat. Ich kann mich an sehr, 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 sehr viele Menschen immer noch sehr reglich erinnern. Ich möchte einfach nur alle Emden, die mich kennen und sich an mich erinnern, ganz, ganz, ganz herzlich aus der Südsee grüßen. Insbesondere natürlich meine Einstein-Generation, die sehr, sehr, sehr nah liegt. Das war sie, die zweite Ausgabe von Emden TV. Bleiben Sie uns gewogen, bleiben Sie gesund. Tschüss und bis zur nächsten Woche. Ach, und wir freuen uns natürlich über Rückmeldungen auf YouTube, auf Facebook und auf Instagram. Also ich grüße eigentlich. Möchte ich ganz Emden grüßen und sagen, dass ihr euch alle vorbildlich verhaltet in dieser Zeit. Kaffee, alles gut. Haltet einfach durch, der erste Kaffee wird gigantisch werden. Ja, alles Gute. Ciao Emden, buona giornata, und dann ich freue mich, wenn wieder in meine Lokale essen. Natürlich. Ciao, bellissima. Ja, und die andere Tochter, wie heißt sie? Sabine Eilers. Ja, die wohnt in Lora, wohnt die.